Was versteht man nun unter Psoriasis bzw. Psoriasis Arthritis? Die Psoriasis ist eine sehr häufige Erkrankung. Ca. 2-3% der Bevölkerung in Österreich sind davon betroffen. Das sind also sehr, sehr viele. Das ist für eine Erkrankung sehr häufig. Früher hat man geglaubt, dass die Arthritis der Psoriasis sehr selten ist. Heutzutage wissen wir, dass die Psoriasis eine Systemerkrankung ist. Wir haben eine systemische Entzündung im ganzen Körper, also nicht nur in der Haut. In der Haut selbst werden sogar Botenstoffe gebildet, die ausgeschüttet werden und dann im ganzen Körper Entzündungen hervorrufen. Dadurch haben wir sehr häufig auch sogenannte Begleiterkrankungen. Eine Begleiterkrankung davon ist die Arthritis, die Gelenksentzündung. Die kennen wir schon sehr lange, die haben wir immer schon gekannt bei der Schuppenflechte. Schuppenflechte heißt auch die Psoriasis. Früher hat man geglaubt, dass diese Gelenksentzündung sehr selten ist. Nur ca. 5% der Patienten auch eine Arthritis haben. Heutzutage wissen wir, dass das viel mehr ist. In der Literatur gehen die Angaben bis ca. 48%. Also ein Drittel auf jeden Fall werden eben auch eine Gelenksentzündung bei der Schuppenflechte haben. Normalerweise ist die Haut zuerst betroffen. Also in ca. 3/4 der Patienten beginnt die Erkrankung an der Haut 10 Jahre bevor sich die Gelenke entzünden. Der Rest der Patienten entwickelt eben Befall von Haut und Gelenken gleichzeitig und ein Teil eben zuerst die Gelenke und dann erst die Haut. Das ist aber eher selten. Also die meisten Patienten haben zuerst die Erkrankung der Haut, dass die Haut sich entzündet und Jahre später haben sie Beschwerden der Gelenke. Wie äußern sich nun die Beschwerden bei der Psoriasis Arthritis, bei der Gelenksentzündung? Das kann sehr unterschiedlich sein. Meistens fängt sie an, nicht als eine Entzündung der Gelenke selber, sondern wir haben hier eine Entzündung der Weichteile, eine Entzündung der Sehnenscheiden. Dadurch ist es am Anfang sehr schwierig, diese Erkrankung festzustellen. Man kann zum Beispiel einen Rheumafaktor abnehmen, das ist eine Blutabnahme. Nur ganz typisch bei der Arthritis, bei der Psoriasis ist es, dass dieser Rheumafaktor negativ ist. Das ist bei anderen Gelenksentzündungen, bei anderen Arthritisformen wäre dieser Rheumafaktor positiv. Die meisten Patienten sind immer enttäuscht und sagen, ich habe ja keine Gelenksentzündung, dieser Rheumafaktor ist negativ. Das ist aber typisch bei der Psoriasis Arthritis. Also das ist ein Teil, den man machen kann. Dann kommt natürlich die klinische Untersuchung und die Beschwerden des Patienten. Das ist das, was am wichtigsten ist. Denn wenn man am Anfang ein Röntgen macht, das oft gemacht wird, wird man nicht sehen, weil der Knochen ist ja in Ordnung, wir haben die Entzündung in den Weichteilen und das sieht man im Röntgen nicht. Also wenn, müsste man eine Magnetresonanztomographie machen oder zum Beispiel einen Ultraschall, ja, der Weichteile. Typisch ist die Klinik. Typische Beschwerden sind zum Beispiel die Morgensteifigkeit der Gelenke. Der Patient wacht auf, die Gelenke tun weh, sind steif, angeschwollen und wenn er die Gelenke bewegt, dann wird das besser und lasst das nach. Also das ist ganz typisch für die Psoriasis Arthritis. Dann gibt es verschiedene Verteilungsmuster. Einerseits können zum Beispiel die kleinen Gelenke der Finger entzündet sein, hier ganz typisch die Endgelenke der Finger, also nicht irgendwie weiter hinten, sondern die Endgelenke. Dann sehr häufig sind die Handgelenke betroffen. Dann gibt es einen Typ, wo die Wirbelsäule betroffen ist, ganz typisch eben Schmerzen in der Wirbelsäule, aber auch die Sprunggelenke, das sind ganz typische Formen bei der Gelenksentzündung, bei der Schuppenflechte. Was wir auch sehr häufig sehen, ist eine Beteiligung der Nägel. Ja, wir wissen heutzutage eben, dass die Sehnenansätze mit dem Nagelorgan verbunden sind. Dadurch ist eine Entzündung des Nagels, ja, da gibt es typische Veränderungen, also zum Beispiel eine braune Verfärbung oder dass der Nagel verdickt ist oder so wie kleine Löcher im Nagel. Das sind ganz typische Veränderungen für die Schuppenflechte. Und das tritt deshalb auf, weil eben die Weichteile mit dem Nagel verbunden sind. Und wenn eben die Nägel betroffen sind, wissen wir, dass es ein erhöhtes Risiko ist, eben eine Gelenksentzündung zu entwickeln, weil eben diese Weichteile, diese Sehnen mit dem Nagel verbunden sind, mit dem Nagelorgan. Weiters wissen wir heutzutage, dass es gewisse Risikofaktoren gibt. Also wenn zum Beispiel die Kopfhaut betroffen ist, der Genitalbereich und die Nägel, dann ist das ein gewisses Risiko dafür, dass man eine Arthritis, eine Gelenksentzündung auch entwickelt. Wie stellt man nun die Arthritis bei der Psoriasis fest? Das ist meistens am Anfang nicht so einfach, weil der Patient die Beschwerden hat und man eben in Untersuchungen wie einem Röntgen eben nicht sieht. Wenn man eine bildgebende Diagnostik machen möchte, müsste man eine Magnetresonanztomographie oder einen Ultraschall machen, weil da sieht man eben die Entzündung der Weichteile. Meistens ist am Anfang eine Entzündung der Weichteile vorhanden, also Sehnenscheidenentzündungen, also ganz typisch im Handgelenksbereich oder im Achillessehnenbereich und das sieht man in einem Röntgen nicht. Wenn man im Röntgen was sieht, dann kommen wir schon zu spät, weil dann ist der Knorpel, das Gelenk schon kaputt. Ja. Was man noch ganz typisch, was ist ein typisches Zeichen eben bei der Psoriasis, wäre eben, dass ein ganzer Finger zum Beispiel anschwillt, der sogenannte Wurstfinger. Ja, das ist der Finger dann wirklich wie so eine Wurst angeschwollen.
Ansonsten kann man noch einen Rheumafaktor abnehmen, zum Beispiel, der ist typischerweise bei der Psoriasis-Arthritis negativ. Bei anderen Arthritisformen wäre das positiv. Also da kann man die Arthritis der Schuppenflechte von anderen Arthritisformen abgrenzen, zum Beispiel. Dann ganz typisch sind natürlich die Beschwerden des Patienten wie Morgensteifigkeit, ein asymmetrischer Befall der Gelenke, welche Gelenke befallen sind. Ganz wichtig ist auch immer die Geschichte des Patienten. Haben Familienangehörige eben auch die Erkrankung sehr häufig, die Schuppenflechte, aber auch die Arthritis eben bei der Schuppenflechte wird sehr häufig vererbt, vor allem wenn es in der ersten Lebenshälfte auftritt, haben die meisten eben eine Familiengeschichte, dass die Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln, irgendwer hat meistens Schuppenflechte eben auch. Also das sind so Bausteine, die man sich zusammensuchen kann dann, um zur Diagnose zu kommen. Dann aber auch andere Veränderungen, wie Veränderungen am Nagel zum Beispiel, Befall der Kopfhaut. Das sind ganz typische Symptome, wo die Erkrankung anfängt. Also bei den meisten Patienten fängt die Erkrankung auf der Kopfhaut an, also dass sie Schuppen haben. Viele wissen am Anfang gar nicht, dass sie eine Schuppenflechte haben. Glauben sie, haben einfach halt Kopfschuppen, vermehrte Schuppenbildung. Aber in Wirklichkeit ist das schon das erste Anzeichen für die Schuppenflechte. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir die Schuppenflechte sehr gut behandeln können. Was gibt es jetzt da für Möglichkeiten? In den letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann man schon sagen, eigentlich in den letzten 20 Jahren, hat sich sehr, sehr viel getan. Früher hat man wenig Möglichkeiten gehabt, gerade für die Gelenke. Ja, für die Haut hat es die Lichttherapie gegeben, viele Salben, aber für die Gelenke hat es eigentlich wenig gegeben. Eines der ersten Medikamente, die es schon früher gegeben hat, ist das Methotrexat. Das ist ein sogenanntes Medikament, mit dem man anfängt, ja, so eine Starttherapie. Der Vorteil dieses Medikamentes ist es, dass es sowohl auf die Haut als auch auf die Gelenke wirkt. Also bei Methotrexat ist ganz wichtig, dass der Patient eben weiß, dass die Wirkung erst nach ca. 8 Wochen einsetzt. Ja? Und wichtig ist, dass er es nur einmal in der Woche nimmt. Wenn er es jetzt täglich nimmt, dann nimmt er zu viel von dem Medikament und dann kann es Nebenwirkungen geben. Bei all diesen Behandlungsmöglichkeiten muss man darauf achten, dass der Patient regelmäßig zur Kontrolle kommt und seine Blutwerte kontrolliert. Weil es könnte mal sein, dass jemand dass ein Medikament nicht verträgt, ja, dass es Begleiterscheinungen gibt und dadurch muss man es kontrollieren und wenn man das aufdeckt, kann man reagieren, die Dosis ändern oder die Therapie umstellen. Ja, darum ist es ganz wichtig, dass Patienten zur Kontrolle kommen. Wenn dieses Methotrexat mehr oder weniger versagt, nicht ausreicht, was auch immer, dann, das ist die Haupttherapie eigentlich und die sollte man auch schon sehr zeitig beginnen, sind die sogenannten Biologika. Das sind also biotechnologisch hergestellte Medikamente in sehr teuren Herstellungsverfahren. Ja, darum sind diese Medikamente auch sehr, sehr teuer. Und das sind Medikamente, die gezielt in den Entzündungskreislauf eingreifen. Ja. Normalerweise ist also, gibt es ein Medikament, das wird als Infusion angehängt. Das ist schon eines der älteren Biologika, ja, für die Psoriasis Arthritis, aber auch für die Psoriasis selber. Und dann gibt es eben die zweite Gruppe bei diesen sogenannten Biologikern, bei dieser Gruppe an Medikamenten für die Gelenksentzündung. Das sind Medikamente, die werden subkutan gespritzt. Das heißt subkutan. Subkutan bedeutet, dass der Patient das ins Fettgewebe der Haut spritzt, typischerweise im Bauch- oder Oberschenkelbereich. Normalerweise macht das der Patient selber. Und da gibt es auch schon verschiedene Klassen mittlerweile und Präparate. Das entwickelt sich immer weiter. Es kommen immer neue Substanzen dazu. Also es hat sich sehr viel getan und es tut sich auch sehr viel. Und mit diesen Medikamenten kann man wirklich erreichen, dass der Patient sehr oft erscheinungsbeschwerdefrei wird und dass man diese weitere Entzündung, die Zerstörung der Knorpeln der Gelenke eben stoppen kann. Also da hat sich sehr, sehr viel getan die letzten Jahre. Und gerade bei den Gelenken ist es wichtig, dass man eben rechtzeitig mit der Therapie beginnt. Bei der Haut haben wir den Vorteil, die Haut erholt sich wieder. Also die ist entzündet, sie schuppt, ja, und wenn wir es gut behandeln oder der Schub lässt nach, dann heilt es von alleine wieder ab. Bei den Gelenken, wenn ein Gelenk einmal kaputt ist, das erholt sich nicht mehr. Und darum ist es gerade bei den Gelenken wichtig, dass man rechtzeitig mit der Therapie beginnt. Neben den Biologikern gibt es aber auch weitere Entwicklungen. Die Biologikern sind sehr große Moleküle, das heißt, man muss sie spritzen als Injektion, also ins Fettgewebe der Haut oder als Infusion geben. Und auch da hat sich was getan in den letzten Jahren. Es gibt jetzt ein Medikament, das ist ein sehr kleines Molekül und dadurch kann man es schlucken. Ja. Und das wirkt ähnlich wie diese Biologika, das greift eben auch in das Entzündungssystem ein. Nur die Biologika blockieren gewisse Botenstoffe oder die Rezeptoren dieser Botenstoffe. Und dieses Medikament, was man eben schlucken kann, das ist eine Art Immunmodulator und wirkt eben nicht außerhalb der Zelle, sondern in den Entzündungszellen und
fährt diese Entzündungsreaktion hinunter, das heißt, die überschießend ist bei der Schuppenflechte. Und dadurch bessert sich eben die Haut, aber eben auch die Gelenke. Der Vorteil ist, den wir haben bei dieser Erkrankung, dass all diese Medikamente meistens eben für die Haut, aber auch für die Gelenke wirken.